Wunderschönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, am besten Haare schneiden, oder? Okay, haben Sie schon ein bisschen eine Vorstellung, was wir machen sollen? Ja, vielleicht können wir mal was Modernes machen, ne? Also hier hinten vielleicht so ein cooles Muster rein. Vorne ein bisschen längeren Pony, das ist bei der Jugend ja ganz cool. Weiß nicht, was ist hier mit Farbe? Müssen wir eine andere Farbe vielleicht reinmachen? Und die Übergänge dürfen wir nicht vergessen, ne? Von da nach hier. Ja, hinten aber wieder ein bisschen kürzer, ja? Und dann, ja, irgendwie so. Und da müssen Sie mal gucken, der Wirbel ist auch noch da. Ja, also ich könnte die Haare gut schneiden. Ja, klingt auch gut. Na, dann geht's los. Ja, so oder so ähnlich sieht das aus, wenn ich mir die Haare schneide. Könnt ihr mal euch ungefähr vorstellen, wie das bei mir so abläuft. So, heute geht's um dieses Teil. Das kommt auf einen Staubsauger vorne drauf. Ein Aufsatz, mit dem könnt ihr euch die Haare selber schneiden und einen Kurzhaarschnitt machen. Ist ein kleines lustiges Projekt, keine Sorge, wir wollen keinen Friseuren den Job wegnehmen. Das ist einfach für die, die sowieso Lust haben oder sich sowieso mal die Haare selber schneiden und auch ein bisschen Lust haben auf Basteln. Ne? Bestimmt kommen den einen oder anderen jetzt Erinnerungen hoch von früher. Ist ja schon lange her, Flobi und RoboCut und was es da alles gab, die auch schon Staubsauger benutzt haben und dann mit einem System hatten, dass sie immer auf eine Länge schneiden konnten. Ja, dieses Teil ist jetzt extra ziemlich simpel gehalten, nicht overengineert, sag ich mal, ja. Keine Lager eingebaut oder irgendwas, alles ziemlich einfach. Kann man ganz normal mit dem 3D-Drucker herstellen, die Teile. Alle Bauteile und auch die Projektdatei habe ich unten verlinkt. Ihr könnt das Teil auch weiter modifizieren, so nach eurem Belieben. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, was noch cooler ist. Könnt ihr gerne ändern und als Remix dann veröffentlichen. Vorne kann man verschiedene Aufsätze machen, je nachdem wie lange ihr die Haare haben wollt. Das heißt, man saugt so an und dann schneidet die Schere. Ne? Ihr braucht kein extra Stromkabel, das ist ein kleines Batteriefach einfach. Ganz simpel oben drauf. Hier kommt der Staubsauger rein, ist gerade leicht konisch designt. Ja, und das war es eigentlich schon. Ne? Alle Bauteile und so gibt es auch als Partlist und dann wisst ihr, was ihr braucht. So, ich zeige euch jetzt, wie ich das Teil zusammengebaut habe. Suck and Cutty heißt sie übrigens. Saugen, schneiden, Y für yourself. Ne? Genau, ich zeige euch, wie man das zusammenbaut und wie ich mir da mit die Haare schneide. Einfach mal so als Beispiel. Die Haare waren jetzt noch nicht besonders lang, aber dann, so könnt ihr mal sehen, wie ich es benutze. Ich glaube, ich habe noch irgendwo ein paar Videoschnipsel von Instagram, wo meine Haare länger waren. Zeige ich euch auch nochmal, sind aber im Portalformat dann. Ja, viel Spaß dabei. Bis gleich. So, als erstes mal hier die Haare eben kämmen und vorbereiten. Ich mache dann immer dann so Klammern rein, weil ich erst den unteren Teil mit dem Kurzhaarschneider mache. Das heißt, ich kombiniere auch immer beide Maschinen, den Kurzhaarschneider und ja, das Hacken Cutty, weil der Kurzhaarschneider funktioniert halt gut für echt kurze Haare, aber bei 30-40 mm funktioniert das zum Beispiel nicht mehr gut. So, erstmal stecken wir den Aufsatz hier auf den Staubsauger. So hört sich es an, wenn man den nur die Schere einschaltet. Und jetzt schalten wir den Staubsauger mit dazu ein. Der hilft natürlich jetzt die Haare dann hochzusaugen. Dann schneidet die Schere und dann werden die Haare direkt in den Staubsauger befördert. Ich zeige euch jetzt nicht die ganze Frisur, aber einige kurze Einblicke mal eben, damit ihr so mal ein Gefühl dafür kriegt. An sich finde ich es ganz bequem, wie man den halten kann. Zumindest bei unserem Staubsauger, der hat so einen leichten Knick, das passt eigentlich ganz gut. So, fertig, einmal durchkämmen. Einmal ein bisschen die Haare versuchen so zu machen, wie man sie haben möchte. Bei mir wieder ein bisschen mit Gel und ein bisschen Haarspray rein. Gucken, ob alles so passt. Keine Haare mehr irgendwo überstehen. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, hier eben nochmal kurz einen Einblick. Das war so ein Instagram-Video. Da hatte ich die Haare deutlich länger noch. Nur einmal kurz, dass es auch funktioniert. Hier so ein Schnitt, wo man sieht, dass es eingekürzt wird. So, jetzt kommen wir zum Teil, wie man das baut. Ich habe euch eigentlich alles Mögliche an Daten vorbereitet, damit ihr das nachbauen könnt. Das hier ist die Partlist, also ne, die Teile, die man alle braucht. Unterteilte mechanische Teile, elektronische Teile und die 3D-Druckteile.
Dann haben wir hier nochmal, damit ihr eine Übersicht habt, wo welche Teile alle hinkommen, so eine Explosionszeichnung, einmal aus der Ansicht und einmal aus der Ansicht von dem Motor. Da könnt ihr mal gucken, welche Schraube, welche Mutter und so wohin gehört. So, dann kommen wir zu der Schere, die bereiten wir als erstes vor. Ich zeige euch das jetzt mal an einer Schere, die ich aber nicht da einbaue, weil die habe ich schon umgerüstet, deswegen zeige ich es euch bei dieser hier, da ist das ähnlich. Da sind so Gummis drin und so eine Schraube oben als Griff, das ist für die Finger. Als erstes machen wir diesen kleinen Griff da ab, der ist da so reingeschraubt, den brauchen wir nicht. Und dann müssen wir aus einem Schenkel da hier diesen Gummiring rausnehmen. So, dann sieht das so aus. In der Mitte hat die Schere eine Schlitzschraube, die holen wir raus, die brauchen wir nicht mehr. Die Schere ist auch mit in der Partliste, also der Link dazu, damit es auch beim Nachbauen genau so funktioniert wie bei mir. So sieht es dann aus, ihr habt die auseinander und die legen wir jetzt erstmal weg, die brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. So, als erstes machen wir Gewindeeinschmelzhülsen in die Base, in das 3D-Druckobjekt Base. Gewindeeinschmelzhülsen kennt ihr bestimmt schon, wenn ihr mit 3D-Druck mal was gemacht habt. Das sind hier diese Hülsen, ich nehme die von Rutex oft. Und die kommen dann mit Hitze eingepresst in den Kunststoff. Das könnt ihr mit einem normalen Lötkolben machen, mit so Adapter wie hier. Oder eben eure normale Lötspitze, das geht auch, wenn man das ganz einfach machen will. Man kann ja auch noch einen Ständer dazu nehmen, muss man aber auch nicht. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Wichtig ist, dass irgendwie die Hülse hier mit Hitze in den Kunststoff reinkommt. So, wie gesagt, das ist jetzt die Base. Da kommen vier Hülsen rein mit M3. So schaut's aus. Jetzt wechseln wir eben auf M4. So, dann nehmen wir uns den 3D-Druckteil-Adapter für die Heerlänge. Da kommen vier M4-Hülsen rein. Ihr könnt die auch alle aus einer Richtung reinpressen. Ich habe das jetzt zwischendurch gedreht. Zwei von der einen Seite, zwei von der anderen. Das ist bei der geringen Belastung aber eigentlich völlig egal. So, dann nehmen wir uns den Adapter für den Staubsauger. Da kommen auch M4 Einschmelzgewinde rein. Vier Stück an der Zahl. Die sind bei mir bereits schon drin, weil ich das Teil ja schon mal gebaut habe. Das wollte ich jetzt nicht unnötig nochmal drucken. Ja, dann haben wir diese drei Teile fertig. Und dann geht's weiter. So, jetzt setzen wir die ersten zwei Teile hier zusammen mit vier M4 Schrauben. Die haben alle einen Senkkopf. Könnt ihr auch alles dann in der Liste, Partliste und der Explosionszeichnung entnehmen, welche ihr gerade braucht. Als nächstes bereiten wir die Schere einmal mit der Schraube vor. In dem einen Schenkel ist ein Gewinde drin, ein M4-Gewinde. Seht ihr hier. Und im anderen Schenkel ist halt nur eine Bohrung. Setzen wir jetzt wieder so übereinander, wie es sich gehört. Und nehmen jetzt diese längere M4-Schraube dem Zylinderkopf und schrauben die einmal zusammen. Die Schraube ist jetzt dafür zuständig, dass wir die Schere am 3D-Druckobjekt richtig befestigen können und ihr müsst damit das Scherenspiel einstellen. Also wenn es zu locker ist, schneidet die Schere nicht, wenn sie zu stramm ist, kann der Motor das nachher nicht drehen. Da müsst ihr so ein bisschen ein Gefühl für kriegen und ein bisschen ausprobieren. Könnt ihr nachher auch noch Feinjustage machen. Jetzt machen wir erstmal so grob, dass das so passt. Und setzen dann die Schere schon mal da in die passende Bohrung rein. Von hinten machen wir dann noch eine Unterlegscheibe und eine selbstsichernde Mutter drauf. Beim Festziehen müsst ihr darauf achten, dass ihr von vorne mit dem Imbusschlüssel gegenhaltet, ne? Damit sich der Spieler Schere nicht wieder einstellt oder verstellt. An dieser Stelle könnt ihr jetzt nochmal die Feinjustage machen. Stellt die Schere so ein, dass hier auf jeden Fall die Schenkel nachher zusammenkommen, aber auch nicht zu doll gepresst wird. Ein bisschen Spiel darf am Anfang da sein, wenn die ganz offen ist. Und dann zieht hinten die Mutter richtig fest, dass die Schere gut befestigt ist. Aber immer dann von vorne gegenhalten, sonst verstellt ihr wieder alles. Ja, so ist es schön fest, so soll es sein.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Motor. Das ist ein Gleichstrommotor. Und da vorne drauf ist ein kleines Getriebe. Und diese Bauform nennt sich N20. Davon gibt es ganz viele, also mit verschiedenen Getriebeaufsätzen. Da habe ich jetzt mal versucht, für euch einen zu finden, der funktioniert, weil ich habe einen genommen, den ich halt da hatte. Ich habe dann vorher die Geschwindigkeit oder die Umdrehung pro Minute gemessen mit einem Tachometer und danach halt eine Alternative geholt, die man bei Amazon kriegen kann. Problem ist nur, dass es diese Motorschäfte vorne, die Länge, nicht in so kurz gibt, wie ich sie da bei mir gerade da hatte. Aber das kriegen wir auch hin. Wir markieren uns das auf die Länge, die wir brauchen und dann flexen wir das halt einfach ab. So, 5,7 kann man hier grob sagen, muss die Schaftlänge sein. Dann spannen wir uns den ein, passt aber auf, dass ihr den nicht zerdrückt, der ist halt schon klein und empfindlich. Ich habe jetzt hier so eine kleine Mini-Winkelschleifer von Bosch. Damit kann man schleifen und trennen, das ist ganz praktisch für so kleine Teile, finde ich. Dann könnt ihr jetzt, wo der Motor noch ausgebaut ist, eben noch die zwei Kontakte hinten einmal ein bisschen Lötzinn dran machen, dann ist das nachher im eingebauten Zustand, wenn die Kabel dran müssen, ein bisschen einfacher, dann braucht man nur noch erwärmen. Setzt da einfach eben kurz Lötzinn ein bisschen dran und dann können wir weitermachen. Jetzt nehmen wir uns den Motorhalter für die Schere und schieben dort den kleinen Motor rein. Danach setzen wir den Motor und den Halter zusammen in die Schere, da wo dieser Gummiring noch drin ist, bis zum Anschlag rein. Jetzt könnt ihr das mit ein bisschen Heißkleber fixieren. Müsst ihr nicht oder könnt auch eine andere Methode machen. Ich habe jetzt einfach das immer nur mit so einem ganz bisschen Heißkleber fixiert, damit alles auf ihre Position bleibt, alle Teile. Gut, dann nehmen wir den zweiten Adapter für die Schere oder den zweiten Einsatz. Das ist für die Verbindungsstrebe das Gegenstück. Auch wieder einsetzen. Da, wo der Gummiring nicht ist an der Schere. Wir haben ein bisschen Heißkleber, zwei Tröpfchen dran. Hauptsache, es rutscht nicht wieder raus. Heißkleber kann man halt immer gut wieder auch entfernen, wenn man nochmal was ändern möchte. Deswegen finde ich es ganz praktisch bei manchen Projekten. So, das ist die Motorscheibe. Da müsst ihr aufpassen. Die hat an einer Stelle eine abgeflachte Stelle für den Motorschaft. Sieht quasi aus wie so ein D. Motor könnt ihr auch nochmal drin in den Halter ein bisschen fixieren. So, dann nehmen wir die Verbindungsstrebe, die beide Elemente da verbinden soll. Auf dieser Seite habe ich die selbstsichernde Mutter extra, ich sag mal, falsch rum draufgesetzt, weil wenn man jetzt eine Standardschraube nimmt, die ein bisschen länger ist, dann passt das nicht mehr an dem Mechanismus an der Schere vorbei. Wenn ich die Mutter jetzt aber normal rum draufsetze, kommt er nicht mehr in diesen Sicherungsring rein. Deswegen habe ich es jetzt hier einfach umgedreht. Dann passt die Schraubenlänge und die Mutter sichert. Jetzt stellt ihr das so ein, dass es nicht zu stramm ist, sondern auch schön leichtgängig ist. So, noch ein Stückchen und dann ist gut. So, zack, jetzt bewegt sich's von alleine. So muss es sein. Jetzt machen wir das auf der zweiten Seite auch fest und stellen dort auch das Spiel so ein, dass es nicht klemmt.
Könnt ihr nochmal den Motor oder das Motorrad so mit Hand drehen, ob das alles so geschmeidig läuft, nichts klemmt. So, dann nehmen wir uns das Batteriefach. Das habe ich jetzt auch einfach nur mit Heißkleber festgeklebt. Könnt ihr auch anders machen, kann man Doppelklebestreifen oder sonst wie. Da passt eine 9 Volt Batterie rein. Passt nur auf welche Seite ihr den Schalter hier, wo der ist, dass ihr auch da dran kommt und auch, dass ihr das Batteriefach wieder öffnen könnt. Also klebt nicht aus Versehen vorne die Klappe fest. Deswegen habe ich die Position so gewählt, wie ich es jetzt hier drauf mache. Dann kommt man an den Taster hin dran und vorne, also jetzt rechts, ist die Kappe, wo man die Batterie wechseln kann. So, dann kürzt die Kabel ein, dass die ein bisschen Luft noch haben, also ne, nicht zu knapp. Die müssen dann zu dem Motor hier rüber. Auch eben ein bisschen Lötzinn dran und dann an den Motor anlöten. Noch ein bisschen mit Heißkleber stabilisieren, dass das da nicht abbricht. Wenn so feine Kabel in Schwingung geraten, so durch Vibrationen, können die auch manchmal an der Lötstelle abbrechen. Ja, dann teste das mal mit dem Motor. Ich gucke hier gerade nochmal eben wegen den Umdrehungen, ob das passt. 300 hatte ich ungefähr angepeilt. Jetzt, wo der Motor dran ist, könnt ihr die Scherenstellung nochmal eben kontrollieren. Also wie ihr die befestigt habt, an welcher Position. Der untere Schenkel sollte, wenn die läuft, nicht gegen das Gehäuse klackern. Dann ist das ein lauter Sound. Mache ich jetzt extra mal. Da muss die Schere mal ein bisschen höher gesetzt werden. Wenn wir ein bisschen hochdrehen. Und dann ist das schon leiser. Ihr könnt auch noch alle Gelenkpunkte ein bisschen schmieren. Ich nehme hier gerne von Vicon das Bio-Cut. Guckt ihr mal hier die Schere. Das Gelenk bewegt sich ja dann bei den Streben. Und die Reste müssen ein bisschen eben wegputzen wieder. So, da sind wir fast fertig. Dann nehmen wir uns den Deckel und die Befestigung für den Haarlängenadapter. Und müssen jetzt aus der Innenseite, wo wir gleich nicht mehr dran kommen, mit zwei kurzen M4-Schrauben befestigen. Das wurde damals so in zwei Teile konstruiert, damit das besser zu drucken ist. So, jetzt kommt der Deckel auf den Rest der Teile aufgesetzt. Wird mit vier M3-Schrauben befestigt. Ja, und zum Abschluss könnt ihr euch aussuchen, welche Haarlänge ihr mähen, frisieren, schneiden wollt. Ich habe hier mal 30 und 40. Ich habe einige Adapter schon bereitgestellt. Falls da keine passende Länge bei ist, könnt ihr euch auch mit der Projektdatei eigene Längen noch erstellen. So, dann haben wir den Zusammenbau abgeschlossen. Sieht super aus. Funktioniert auch. Alles ist fest. Super. So, das war's. Danke fürs Zusehen. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzubauen. Wie gesagt, alle Links sind unten zu den ganzen Dateien, welche Teile ihr einkaufen müsst dazu und so weiter. Hier habt ihr gesehen, wie man zusammenbaut. Viel Spaß dabei. Schreibt gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare oder was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.